So, willkommen zurück bei Gothic. Direkt auf dem Weg zum neuen Lager, was hier nur noch jetzt hier um die Ecke ist. Gleich da. Ich habe mal herausgefunden, dass es in Gothic so ist, dass sich die Quests mit der Zeit verdünnen, dass es also je nach Kapitel immer weniger Quests gibt. Am Anfang gibt es recht viele und ich glaube im letzten Kapitel gibt es nur eine einzige Quest. Und das ist die Hauptquest. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Guck mal, der Ring. Vielleicht können wir ihn anlegen, solange bis Modricks Ring. Geschicklichkeitsbonus 5. Naja, das bringt vielleicht temporär immerhin was. In seiner Haut. Steinwurzel. Hier gehe ich jetzt erstmal noch im großen Rahmen rum, weil diese Quest, die wir hier bekommen, will ich nur tagsüber machen. Da darf man den Bauern Wasser bringen. Ich sage jetzt mal darf in Anführungsstrichen. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Ja, ich habe vor, durch dieses Tor zu gehen. Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Lee. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Macht euch keine Sorgen. Riesigen Erzhaufen. Ihr habt einen Atombombe hier, aber macht euch keine Sorgen. Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Der hat eine Frau? Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Hülle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Na toll. Ich war nur neugierig. Was mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Die bewachen doch das Vortor, oder irre ich mich da? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Pass auf deinen Rücken auf. Toller Rat. Ja, wiss. Okay. Die Banditen die Leute im neuen Lager. Schön hier, nicht? Sind ziemlich die wichtigsten, weil die werden sogar teilweise im zweiten Teil wieder auftauchen. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Löcker am Fundament des Damms nagt.
Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Recht? Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Okay. Und weiter geht's. Darf ich euch willkommen heißen im neuen Lager? Das ist die Wohnhöhle. Da ist hier die Kneipe und da ist der Aufgang zu ihrer Mine. Da vorne, da will ich hin. Da ist nämlich ein Magier. Und wie ihr wisst, haben wir einen Brief für den obersten Magier des Feuers. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Nehmt nicht alles, was ich sage, ernst. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Okay. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Laris-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Mhm. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Okay. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Oh, na schön. Geht so. Immer das Gleiche. Hey, ein neues Gesicht. Darf ich vorstellen, der dritte der vier Freunde, Gorm, der Söldner. Ich bin Gorm, Söldner der Magier. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrive. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Dann machen wir das. Bis später. Also erst speichern und dann hauen wir dem einen mal kräftig auf die Fresse. So. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Langweiliger Kampf! Es war jetzt knapp, aber... Oh, was für eine Beute! Was ist denn los? Stachelkeule? Ist die besser? Müssen wir nach ganz oben scrollen? Nein.
Steh auf, du alter Sack. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Okay. Aber vorher lege ich mich schlafen und mit Schlafen legen, dann da beende ich dann auch diese Folge. Komm, rein erstmal. Hey, halt die Klappe, das ist meine Hütte jetzt. Und wenn du was dagegen hast, gibt's nochmal das Maul. Seh dich, raus hier. Bis morgen. Also dann. Bis zum nächsten Mal.